Aber ich bringe niemanden um. Ich habe auch nie Giancarlo besessen. Man will mir den Mord anhängen. Und wer ist Mann? Wenn ich das wüsste, wäre ich jetzt nicht hier. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht einer, der bei dem Experiment mitgemacht hat. Vielleicht. Woher soll ich das wissen? Ich weiß nur, dass ich nichts damit zu tun habe. Ich sagte ihm, dass er in meinem Büro warten solle, bis er wieder etwas von mir hörte. Ich ging in das Institut und traf auf den jungen Mann, dessen Gesinnung von links nach rechts gerutscht war. Sehen Sie das? Da oben raucht es ganz gewaltig. Es brennt doch nicht etwa im Institut, oder? Sieht aber ganz danach aus. Weshalb sind Sie eigentlich hier? Wollte mir noch so eine Pille besorgen. Wieso? Lässt die Wirkung nach? Haben Sie vielleicht schon wieder rosarote Träume? Nein, aber mein Elan ist irgendwie weg. Ich denke zwar immer noch, dass ich zum Unternehmer geboren bin, aber irgendwie fehlt mir die Kraft, um über Leichen zu gehen. Für so etwas hat man die soziale Marktwirtschaft eingeführt. Da gibt es weniger Leichen. Dafür Alkoholiker und Depressive. Mit meiner neuen Überzeugung muss ich Großes schaffen. Aber wie soll ich das tun, wenn ich nicht mal genug Power habe, um mir jeden Morgen eine Krawatte umzubinden? Dem Kerl war nicht zu helfen. Ich schaute noch etwas zu, wie die Feuerwehr versuchte, den Brand im Institut zu löschen. Immer wieder brachen neue Feuerherde aus. Zwischendurch gab es eine ziemlich heftige Explosion. Etwas abseits der anderen Schaulustigen stand Frau Froberg. Sie sah traurig aus. Menschen, die traurig aussehen, sind jeweils nahe daran, ihr ganzes Leben unverdaut auszukotzen. Ich hatte mich nicht getäuscht. Wir hatten Träume. Große Träume. Dr. Westermann wollte dafür sorgen, dass es künftig keine Lügen mehr gibt. Kein Taktieren. Er wollte, dass wir alle ganz unverblümt zu dem stehen können, was wir wirklich sind. Zu all unseren Widersprüchen. Und was ist dabei schiefgegangen? Die Substanz wirkte ausgezeichnet. Bei allen führte sie zu einem großen Glücksgefühl. Und alle waren froh darüber, endlich ihre Masken fallen zu lassen. Aber die Euphorie hielt immer nur kurze Zeit an. Dann kamen wieder Zweifel. Dr. Westermann nahm mehrmals Pillen im Selbstversuch. Zu oft, wie sich herausstellte. Er wurde verrückt. Haben Sie ihn vergiftet? Er hat mich darum gebeten. In einem jener Momente, in denen er noch klar denken konnte. Und das Feuer? Ich habe gehört, dass sich Regierungsstellen für die Substanz interessierten. Ich wollte nicht, dass eines Tages mit dieser Substanz Krieg geführt wird. Man kann ja nie wissen. Werden Sie dieses Geständnis auch der Polizei machen? Sie wissen, dass Unterwald im Verdacht steht, Westermann getötet zu haben. Ich werde gestehen. Nicht um Unterwald zu entlasten. Er ist ein bornierter Mensch ohne eine Vision. Die Frau mit Visionen landete im Knast. Und der Bornierte verließ mein Büro als freier Mann. Nicht, dass das typisch ist für das Leben an sich, aber irgendetwas ist schon dran an diesem Gleichnis, auch wenn es in keiner Bibel steht.